Guten Tag, liebe Volleyballfreunde. Ich begrüße euch zu einem weiteren Volley-Star-Tag von Buildwave Solutions. Heute habe ich das große Vergnügen, eine kleine Premiere anzukündigen. Sie ist die erste Schweizerin, die in diesem Format teilnimmt. Sie ist 17, sie ist sehr talentiert und sie ist eben erst ausgezeichnet worden mit dem Volley 1 Award als Rookie of the Year. Ich begrüße ganz herzlich Fabiana Mottis. Guten Abend. Hallo Fabiana. Ja, das ist klar, die erste Frage zielt natürlich darauf ab. Deine erste Saison in der Nationalliga A, ja. Ein durchschlagender Erfolg, gute Leistungen, belohnt mit einer Auszeichnung. Was bedeutet dir das persönlich? Das ist mein erstes Mal, also in Nazi A wirklich zu spielen. Am Anfang, ich war nicht das, also die erste Libera, aber ja, das hat gut geklappt und am Anfang bin ich ein bisschen nervös gewesen, aber das hat gut geklappt, ich glaube, also jetzt mit diesem Preis. Hat das auch etwas für dich verändert so? Also etwas, es gab sehr viel Publizität mit diesem Preis. Hat sich da etwas verändert im Umfeld? Bist du anders wahrgenommen worden oder bist du vielleicht häufiger angesprochen worden durch das? Ich glaube, ich bin also mental geändert. Das, also, wie kann man sagen? Ich bin älter geworden, kann man sagen. Ich weiß nicht. Wenn wir kurz auf deine Leistungen nochmal zu sprechen bekommen, es ist aufgefallen, dass du gerade gegen starke Gegner sehr gut gespielt hast. Also hast du vorher gesagt, auch mental eine große Reife entwickelt hast. Mhm. Was hat dich jeweils angetrieben, bei gerade starken Gegnern, vielleicht Nück oder Ash, noch besser zu spielen? Ich glaube, dass ich, wenn ich gegen so viele starke Teams spiele, ich glaube, dass ich nichts zu verlieren habe. Also ich muss einfach probieren und ja, ich verliere einfach, aber probieren kann man immer. Also ich war sehr, sehr motiviert. Ja, jetzt kann ich wirklich demonstrieren, dass ich gut bin und dass ich, auch wenn ich sehr jung bin, dann kann ich wirklich auch zeigen, dass ich also im Feld gut fühle und auch, dass ich da bin, weil ich stark bin. Also ja, das war sehr motiviert für mich. Welche andere Stärken spielerisch bringst du noch mit in ein Team? Also von mir? Oder menschlich, genau, ja. Spielerisch oder menschlich, ja. Okay. Ich glaube, ich bin sehr schnell und meine Reaktion ist, glaube ich, gut. Also ich bin wirklich klein, nicht groß. Und ich glaube, das bringt mir einfach schneller zu sein. Und meine Reaktion ist gut. Jetzt wirst du im Sommer 18. Ja. Da ist noch viel Leben vor dir. Was sind deine Ziele, sportlich gesehen mal? Oder vielleicht auch privat, beruflich? Also beim Volleyball, ich will sicher spielen, also in Zukunft. Ich sehe mich in einem Team mit auch einem Beruf, den ich wirklich mag. Ich mag die Kommunikation mit Sprachen und so. Meine Mutter ist Bolivianerin, also ich kann auch Spanisch reden und Deutsch kann ich auch. Ziemlich gut. Hören wir. Ja. Und Englisch, das lerne ich in der Schule. Also Sprache gefallen mir sehr. Und mein Ziel ist wirklich, Nazia, also zu spielen und auch im Nationalteam, also Nationalmannschaft zu spielen, einen Tag. Dann schauen wir, wie es geht, ohne verletzt zu werden. Hoffentlich. Mhm. Und gesund zu bleiben. Und ja. Gibt es vielleicht
oder träumst du vielleicht auch mal von einer ausländischen Liga, das ein Ziel sein könnte, oder ist das noch gar kein Thema im Moment? Ich habe schon an dieses Thema gedacht, aber jetzt, ich glaube, ich werde fertig mit der Gymnasium und dann vielleicht ein Exchange Year, das kann auch eine Möglichkeit sein. Jetzt, ich glaube nicht, aber in Zukunft, das wird sicher eine schöne Erfahrung sein, also das werde ich machen. Ich möchte das gern machen. Einmal im Leben, hoffentlich. Deine zweite Heimat, du hast es gesagt, deine Mutter ist Bolivianerin, du sprichst ja auch noch Spanisch, also Sprachtalent ist und Freude an Sprachen ist dir ebenfalls gegeben, das ist wahrscheinlich Französisch dann nicht mehr so schwierig. Nicht so schwierig, aber ein bisschen. Nicht so schwierig wie für einen Deutschschweizer. Genau. Die Frage, warst du schon mal in Bolivien? Ja. Vielmals. Ja, als ich jung war, bin ich jede 2 Jahre in Bolivia geflogen. Mhm. Aber jetzt ist es ein bisschen schwierig wegen Beachvolleyball und Volleyball. Ich trainiere also jeden Monat und wirklich jede Woche. Also ich kann also nicht mehr so oft nach Bolivien fliegen. Aber ja, es ist ein bisschen zu weit. Etwas, das dir an Bolivien vielleicht besser gefallen hat als in der Schweiz, oder dass du sagen würdest, dass das würde ich vielleicht tauschen für die Schweiz oder was auch immer? In Bolivien kann man gut sehen, dass wenige Sachen, auch kleine Dinge und so, auch sehr wichtig sind. Dort, die sind nicht reich und die sind auch arm und man sieht wirklich gut, dass dort auch zufrieden sind mit wenig. Und das ist sehr speziell, wenn ich dort gehe. Mhm. Jetzt gelten Lateinamerikaner generell, oder so ist ein bisschen ein Klischee, gelten immer als sehr temperamentvoll und feurig. Trifft das auf dich auch zu? Ja, wirklich. Ich bin... Ich glaube, ich lache fast immer. Alle sagen, dass ich immer lache. Und ja, ich mag einfach zufrieden zu sein. Und ich bin auch zu hyperaktiv. Nicht zu, aber ich bin energievoll und ja, ich mag das. Gibt es noch irgendetwas an dir, das uns vielleicht komplett überraschen würde? Eine Eigenschaft, ein Hobby? Ich zeichne sehr gern. Ich habe ein Heft, wo ich so Collage mache mit vielen Sätzen, die mir helfen. Zum Beispiel als Motivation oder so etwas. Und ich mache sehr gerne Puzzles. Wir kommen schon zu Richtung Ende des Interviews. Wir haben jetzt eine Schnellfragerunde. Ich gebe dir jeweils 2 Begriffe und du sagst, welcher mehr auf dich zutrifft. Okay. Hund oder Katze? Schwierige Frage. Ich habe eine Katze, also Katze. Schokolade oder Gummibärchen? Alter. Gummibärli. Singen oder tanzen? Singen. Sommer oder Winter? Sommer, wirklich immer. Sommer. Berge oder Meer? Meer. Klassik oder Techno? Ich glaube Techno. Ja.
Kreuzfahrt oder Camping? Camping. Spa oder Fitness? Ich glaube Spa. Neben dem vielen Training und Reisen muss ja auch genau etwas Erholung sein. Relax brauche ich. Schweiz oder Bolivien? Ich glaube Schweiz. Skifahren oder Snowboarden? Ich mache Snowboard. Und die alles entscheidende und letzte Frage. Fabiana Mottis, Engel oder Teufel? Teufel. Überraschung am Ende. Ja, Fabiana, es war ein Riesenspaß, mit dir zu plaudern. Für mich auch. Ich habe mich wirklich sehr gefreut über die Zeit für dieses Gespräch. Wir wünschen dir alles Gute mit deiner neuen Herausforderung und wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir dich nächstes Jahr dann wieder auf dem Feld sehen mit NÜK. Dankeschön. Wünschen dir einen ganz schönen Sommer mit viel Spaß beim Beach, viel Erfolg und sehen uns dann im Herbst wieder in der Halle. Ja, sicher. Danke, danke vielmals. Danke auch. Für alles, das war wirklich toll. Das hat Spaß gemacht. Schön. Liebe Zuschauer, ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns demnächst wieder bei einem neuen Volley Start Talk von Buildaway Sport Solutions. Nicht vergessen, Kanal abonnieren und ein Like dalassen. Besten Dank und tschüss. Tschüss.